Söderne, morgens, Leute. Hups, da sind wir wieder. Und ich immer. Nochmal. Das Ohrgehör, die Kopfhörer ich richtig eingestellt. Dass die halt nur richtig sitzen. Morgens, da sind wir wieder. Grüß dich, Mr. Papaya. Hi. So. Hups, morgen. Fuck. So. Zawupze. Da sind wir. Da haben wir es. Jo, keine lange Vorrede. Oh, würde sagen, fangen wir gleich an oder hüpfen wir gleich rein. Haha. Ich war nämlich heute schon mal ein bisschen fleißig. Wir sind hier noch in Akademie Mimi und wir fahren mal rüber zum Dorf. Jawohl, das ist die richtige Strecke. Oh, ja, schön. Hier unsere Gipfelzeichen. Machen sich schon, bringt schon ein bisschen Leben in die Landschaft. Ja. So, sind auch noch im Rasenfußmodus unterwegs, kann also gar nichts großartig passieren. Hm. Außer, dass wir vielleicht dann gleich nochmal die Kamera ein bisschen einstellen. Das ist die Eigenschaften. Nee, Filter. So, und jawohl, na, da kann man oben ein bisschen wegnehmen. Das sollte schon reichen. Ja, dass er nicht hier besser rumflätzen sieht. Bist du heute leiser als sonst oder liegt es an meinem sterbenden Laptop? Nein, Soundeinstellungen, also für die Sprache, sollten genauso sein. Ich fürchte, dein Laptop stirbt. aber danke, du erinnerst mich gerade an was. Ich habe nämlich zum... Hier die Geräusche, Musik ein bisschen leiser gemacht. So, in Minecraft. Das ist das Einzige, was ich leiser gemacht habe. Minecraft, ansonsten Sound, Pipapo, ist heute alles das Gleiche. Alles unverändert. So. So, da sind wir wieder. Ja, Sonne geht gerade unter. Dann, zack. Können wir uns hier gleich mal, zack, ins Bettchen verfügen. Das passt ja. So. Ja, ich habe hier noch Zeug mitgebracht. Das können wir hier dann auch schon mal auspacken. So, hey, entschuldigt Leute. Gerade noch ein bisschen gedöst. Ja. So, und ja, dann, wenn Mr. Papa hier sich Kopfhörer holt, schauen wir mal uns ein bisschen weiter das Dorf hier an, was da passiert ist. Und wir können auch schon mal die Monster wieder einschalten. So, für später. Ja. Zur Not holst du dir Kopfhörer. Okay. Ja, das Dorf ist hier jetzt soweit fertig gebaut. Ich habe hier einfach mal eine Mauer hochgezogen, um diesen Stadttalabschnitt hier so abzugrenzen und nach oben den Übergang zu haben. Ja. Und hier einfach, ich habe einfach relativ viel gemauert. Muss ich sagen. Ja. Ansonsten hier unten halt noch
Felder erweitert. Die Höhle müsste man vielleicht noch abschließen. Respektive. So, mal hier ein paar Steine rausgeklopft. Das war. So, dass hier das Wasser auch noch plätschern kann und der Schmied da unten auch besser seinen Weg nach Hause findet. Ups, okay. Okay. Oh. Ja, ne, hier auch eingesetzt. Hoppala. In dem Fall hier mal verkehrt rum. Die entrindeten Baumstämme. Ne? Ich finde, das sieht ganz interessant aus. Und hier, ne, siehst du mal, gucke mal, da traut er sich schon wieder zurück. Ne? Guck noch ein bisschen griesgrämig rein. Würde ich auch, wenn er jetzt hier so eine ganze Weile in der Höhle gestanden hat. Aber, ja, soweit hier, ja, ein bisschen wilde Zaunkonstruktion, aber lieber sicher, ne? Und ja, der Weg, der Übergang, ne, hat hier jetzt so ein Dach, was nach einer Seite eben hier zu der Mauer auskragt. Und vielleicht war auch einfach, naja, Poti dreckig von der Lautstärkeregelung am Laptop. Aber ich glaube, das hast du gar nicht mehr so, dass du ein Poti, also einen Drehregler hast für die Lautstärkeregelung, sondern das sind wahrscheinlich Plus- und Minustasten. Ne? Ansonsten ja, hier oben, ne, überall Zaun rum, da sieht man noch mal schön die Mauer, die hier diesen Einschnitt dann auch abgrenzt. Hier oben rüber hat man ja so diesen, ja, quasi Hinterhof. Und ja, das ist soweit. No. Und ja, ich habe da oben die halbe Bergspitze abgetragen. Dann einfach mal doch. No, hier runter, okay, das ist jetzt auch nichts Besonderes. Hat sich gut was getan. Ja. No. Und ja, ne, also hier oben endlich dann auch fertig. Und zwar, ja, hier wirklich so den halben Berg abgetragen. Da sieht man auch die andere Hälfte. Ne, damit man also hier eine Mauer einfach bauen konnte. Und da hinten muss man nochmal gucken, wie das aussieht. Dazu gehen wir mal raus. Ja. Na Jungs, ihr wollt doch nicht etwa raus. Ihr bleibt schön drin. Ja. So. Zwar, siehst du mal, hier können wir so ein bisschen noch einmal schupp. Das mit der Erdfräse kurz angleichen. Oh, dass das nicht ganz so regelmäßig aussieht. So. Und jawohl, na, hier sollte das also. Hier ist noch ein bisschen blöd. Das heißt, hier müssen wir noch mal kurz lang. Na, einmal die Spitzen trimmen. So. Und ja, na, jetzt hat man natürlich hier noch diese Wand. Okay. Na, das hier jetzt wegzunehmen, na, das wäre auch noch eine Sache. Und och ja. Was man nicht so alles macht, während man die Streams von Resertainment nachholt. Ja. So. Ja, das nochmal da. Ich bin jetzt nämlich so die letzte Woche bei ihm, also die letzten drei Streams, konnte ich leider keinen
live mitverfolgen. Und da mag ich sein. Und die habe ich halt heute nachgeholt. Ja. Tja, soweit. So gut hier. Oh, wir sind ja im Prinzip expeditionsfertig, bis auf die Tatsache, dass wir kein Bett dabei haben. Dann können wir uns mal hier so ein bisschen Richtung, auch hier kann man eigentlich noch mal gut mit Erde irgendwelche Sachen ausfüllen. No. Denn davon habe ich jetzt hier, nachdem ich hier die halbe Bergspitze abgetragen habe, ja doch einiges übrig. Und ja, das ist hier noch so eine verwunschene Konstruktion, aber das soll nicht weiter stören, jedenfalls mich nicht. Ach, siehst du, ein Bettchen habe ich doch sogar dabei. Nehmen wir noch mal ein bisschen Erde hier mit, die wir unterwegs verteilen können. Dann sieht das Ganze hier auch schon wieder luftiger aus. Das Inventory. So, klack, Tür zugemacht. Und dann schauen wir mal. Na Jungs. Es ist ja, es ist. Aber nicht mal ich komme hier raus. So, und ihr schon gar nicht. Da könnt ihr mit den Türen klappern, so viel ihr wollt. Ja. Hier so eine Sache da. Das können wir mal mit Erde ein bisschen auffüllen. Weil, klar, die Landschaft ist so generiert, dass sie also hier schön zerklüftet wirkt, aber so ein bisschen können wir doch da das Ganze mal rausglätten. Na Muku, da guckst du, ne? So, zack. Ja, das soll es auch schon sein, das soll auch schon reichen. Oh, guck mal, da vorne sehe ich doch schon. Könnte fast eine kleine Höhle sein. Es könnte sich einer dahinter verbergen, sagen wir es mal so rum. So, Delamisia, grüß dich. Delamisa. Hi. Tastatur kaputt? Oder was? Ah, okay. Weißt du was, das kleine Löchslein machen wir hier auch gleich mal zu. Nicht, dass das später irritiert. No. Das passiert ja heute so schnell, dass Leute irritiert sind. No. Zack, 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 zack. Und dann geben sie meistens dumme Bemerkungen von sich und meistens zetern sie irgendwie rum gegen irgendjemanden die Schuld an ihrer Verwirrung. Ja, ich meine, wer ist schon gerne verwirrt? Das mag man nicht. Und da muss irgendjemand schuld sein. Und auf keinen Fall man selber, ne? Kennen wir ja. Ja, der eine Stream, ich glaube vom Samstag. Das war der gute Rest mal von der etwas anderen Seite. War ein bisschen grantig, würde man in Bayern, glaube ich, sagen. Beziehungsweise kennt das Wort ja auch in anderen Gegenden. Also ein bisschen rumgerantet über Menschen allgemein und Vermieter im Besonderen. Ja. So, plopp. Tut mir leid, Delamisa. ich kann dir da nicht ganz folgen. Ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Was du mir damit sagen willst. Ja. So, nächster und haben wir noch eine schöne Höhle mit einem See drin und so. Das ist doch schon ganz schnuggelig. Alles hier.
Ach ja, guck mal. Oh. Hier haben wir nochmal so ein Einbein. Oh. Da könnte man einfach mal pop, so eine Fackel reinstellen. Oh. Und hier können wir mal so ein paar kleine Löcher stopfen. So. Das sieht doch alles schon ganz schön aus. Ja. Ach ja. Apropos, das sieht doch alles schon ganz schön aus. Die Stelle hatte ich mir doch auch markiert. Ihr seht ja hier die Fackeln. Halleluja. Haben wir hier eine schöne Schlucht. Ja. Wie das aussieht. Ja, es sieht interessant aus. No. So, zack, zack, zack. Auf die erste Ebene haben wir uns schon mal runtergearbeitet. Und da hinten geht es auch dann weiter runter. Schubidu und Schubidu. Schubidu und Schubida. Ja. So, zack, dann machen wir hier uns mal unseren Wasserfahrstuhl. Dass wir schön auf den Boden der Schlucht kommen. So. Und zack, 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 zack. Haben wir das Ganze dann hier auch gleich wieder trocken gelegt. Das geht hier runter. Meine Fresse, Leute. Da können wir uns ja gleich mal von hier aus einfach so durchbohren. Und ich sag noch, nee, Werner, fahr nicht nach Hamburg. Fahr nicht nach Hamburg. Halt, Knochenkalle. Wo steckst du? Der muss ja von richtig weit unten. Da unten steht er. Ja, siehst du, ich treff dich. Ich treff dich. So. Eine Schlucht in einer Schlucht, genau. Eine Schluchtception sozusagen. Siehst du, Inception ist auch so ein Popkultur-Klassiker. Der Begriff, ich habe den Film nie gesehen. Weiß aber natürlich trotzdem, worum es geht, halbwegs wenigstens. Alter Schwede, komm hier, den Kabel, den können wir mal ein bisschen vielleicht noch mehr mitnehmen. Wer weiß, wann wir wieder Wege bauen. Oh. Mit Sicherheit bald. Ich sagte doch vorhin, ich habe kein Holz dabei, ne, um jetzt hier noch Fackeln nachzubauen. Aber ganz klassisch, der Let's Showplay Minecraft Dreiklang wieder hat wieder zugeschlagen. Alter Schwede. Ah, ne Mine. Eieieiei. So. So. Eine Schlucht in einer Schlucht und in der Schlucht dann noch eine Mine. Ja. Ah. Das gibt's wirklich nur hier. Das gibt's wirklich nur im Let's Showplay Minecraft. Alter Schwede. Ah. Alter Schwede.
Und wir haben ja von nicht weit von hier entfernt, also bei Akademie Mimi, ne, haben wir ja auch noch eine Mine. Also die haben wir ja auch noch nicht, ja, nicht ausgeräumt, bisschen drin rumgewühlt haben wir, ne? Aber ausgeräumt ist die noch lange nicht. So. Ups, da geht's runter da. Gehen wir aber erstmal nicht hin. Ich will nämlich hier erstmal auf der oberen Ebene bleiben. Alter Schwede. Geht ja gut los. Einfach mal so ein bisschen vom Dorf weg erkundet, ne? Mal so vielleicht geguckt, wo man eine Verbindung zum nächsten Standort hat. Ja. Und schon plopp, Mine. Ja. Eine sehr schienenarme Mine. Naja, erstmal, wir sind ja auch hier erstmal nur ganz an der Ecke. Ja. Das mit den Schienen, das kann ja durchaus noch werden. So. So. Und so. Eieieiei. Hier einer hin. Und da einer hin. Und da einer hin. Na wunderbar, da sind wir doch durch. Dies passt doch. So. Zicke die Zack, kloppe die Klopf. So, dann ding, 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 ding. So, das haben wir hier dann erstmal. Können wir den Gang hier gleich mal markieren. Na, hast du mich endlich gefunden? Ah, da steht auch schon einer hinter der Säule. Oh, das war ein Schüchterner, ne? Der hat sich nicht rausgetraut. So. Eieiei. So, ich mach noch mal ein paar Fackeln. Alter Schwede, da hinten sehe ich doch ein Skelett. Nicht nur eins, sondern zwei. Wenn ich das richtig sehe. Siehst du wohl. Haha! Klaggedi, klack, klaggedi, klack. Dabei will ich allerdings. Na, vom Himmel hoch, da komme ich her, oder was? Noch ist es aber nicht so weit, Freund Hein hier. Ja. Zip, 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 zip. Ah, hier geht es dann auch nochmal eine Etage nach oben. Oh. Das klappern wir dann auch gleich ab. Indem wir uns. Okay, gut, das ist nur. Nur ein Schacht, nicht, dass da oben dann doch noch mal eine Ebene liegt. Klicke die Klack. Hier ist auch alles klar. Dies ist hier schön. Das ist mal, können wir hier noch ein bisschen. Na, das ist doch feini. So, zack, 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 zack. Dann ist das auch hier schon wieder zu Ende. Wobei, haha, zu Ende ist hier einfach mal nur relativ. Oh. Ey, Knochenkalle. Na dann komm. Siehst du wohl. Da habst du es doch. So.
Na? Ja. Siehst du wohl, haben wir den auch erwischt, ledigt. Oh. Zack. Jawollo. Ach ja, und genüsslich dann hier Höhlen ausräumen, ist ja auch was Schönes, ne? Na, Knochenkalle, versteckst du dich, bewegst du dich? Irgendwann treffe ich dich aber, ja? Ist dir klar. Da kommt schon der nächste irgendwo runtergeplumpst. So. Meine Verselkuh, habe ich hier den Tunnel garniert. Mit Pfeilen, mit Bränden. So. Na komm, ich nehme da auch noch mit. So und so. Jawohl. Ah, da kommt schon der nächste. Schöbidi-bidi-bidi, sammeln wir wieder Pfeile. Na. So, haben wir dich auch. Höhlen ausräumen hat was Meditatives. Ja, stimmt. Ne, irgendwie. Du musst ein bisschen nachdenken, allerdings nicht allzu angestrengt. Ne, das ist schon. Das hat was. So. Ja, also anders zum Beispiel, als wenn du jetzt was baust. Ne, da musst du schon deutlich mehr, deutlich anders nachdenken. Also wenn du jetzt hier so eine Höhle ausräumst. Ja. So, dippidippidi. Zack, zack. Lavateiche. Ja, okay, können wir mal so lassen. Na, muss halt nur schnell bei Creepern reagieren. Ja, das stimmt. Ja. Siehst du, da haben wir auch noch Eisen in der Decke. Wie ist das schön? Da ist doch noch was. Da ist doch noch was. Ja, jetzt haben wir es aber. Und jetzt haben wir auch noch hier den Gang. Da können wir uns sogar runterbuddeln. Und dann schauen wir mal. Da können wir sogar unseren Wassereimer wieder füllen. Siehst du mal. Zack. Geidert. Haben wir den auch wieder da voll dabei. Und voll und ja. Hier schon fast wieder voll mit Material, wäre dann auch gleichzeitig an die Oberfläche wieder zurückzugehen, unseren Krempel dann auszuladen. Ja, ups. Hübel hüpf hier hoch. Und das da. Okay, Golderz. Muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Alter Schwede. Oh, da hinten sehe ich Licht. Das ist aber wahrscheinlich Lava. So wie es da unten auch Lava ist. So, die Plopp stopfen wir mal zu. Ist ja schon hier aufgefüllt, der Lavateich. So. Ja, naja gut, wenn sie oft genug kratzen, ne, ist die Rüstung auch irgendwann mal hinüber. Smaragd, den nehmen wir aber natürlich gerne mit. Ne? So, haben wir dann alle.
denke mal hier. Wunderbar, hier ist ein Gang zu Ende. Das ist schön, es sind ja noch genug andere da. Da unten, ha, da sehe ich doch gleich noch einen Smaragd. Das ist doch mal auch was Schönes. Plopp, siehst du mal, und hier gleich. Dank meiner super Spitzhacke. Da abgeräumt. So. Machen wir hier nochmal. Eieiei. So. 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 Na, Spinni? Da hinten sehe ich doch noch eine von den Schwestern. Eieieiei. Ist das hier ne? Okay, Lapis Lazuli können wir jetzt nicht mitnehmen. Ach, guck mal, und da sehe ich schon wieder Mine. Das ist doch was Schönes. Da haben wir dann doch eventuell hier so einen klassischen Rundgang. Alter Schalter, meine Fresse. So. Hehehe. Creeper. Hehehe. Ausgetrickst. So. Uiuiuiuiui. So, dann können wir hier erstmal die Lava dicht machen. So. Und können wir gleich mal nach oben hier schauen, dass wir auch das Wasser hier mal abstellen. Na? Das kostet doch auch Geld, wenn das hier ständig läuft. So. Und so, plopp, rein da. Alte Schaweda. So. Sind wir hier zurück? Sind wir hier zurück? Zack. Oh, irgendwann tröpfelt das doch dann auch hier auf. Oder? Ja, siehst du schon, hier läuft's ab. Wunderbar. Wunderbar. Klippidi-klapp. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier lang wieder zurückfinden in den Teil der Mine, die wir schon erforscht haben. Obwohl ich da skeptisch bin. Ja. Hongs, grüß dich. Moin. Schön, wenn du da so ruhig rumstehst, Freund Hein. Und oh, sind wir hier schon wieder voll, aber für die Smaragde hier, zack, sollten wir noch Platz haben. Mensch, drei Smaragde gefunden auf einer Höhlentour ist ja auch so eine Sache. Hat man auch nicht alle Tage. Denn eigentlich sollen die Smaragde ja ähnlich wie Diamanten sehr selten sein. No. Alter Schwede. So. So. Und so. Na? Mädchen? Wie geht's dir da oben? So. Aber ich glaube, wir haben ja relativ wenig Aussicht, zurückzufinden. Oh. Zack, hier können wir uns doch noch mal ein bisschen Platz frei machen. So. Für das Eisen hier haben wir auch noch Platz. Ne? Ein bisschen Eisenerz geht immer.
Wollte ich gerade sagen, aber auch da sind wir voll. Na gut. Zack, zack, jawohl. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hier. Dann doch mal wenigstens versuchen, den Weg zurückzugehen. Ich denke mal, da haben wir bessere Chancen. Autsch, der kam von hinten. Freund Hein. Knochenkalle. Ja, sowas macht man nicht. Siehst du von vorne, so geht das. So macht man das. So, hier sind wir nicht durch, sondern von wo aus sind wir hier reingekommen? Na, dann doch von hier unten. Sieht so aus. Zack, nächstes Mal Fernschuss hier für den Zombie. So, plop, 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 plop. Und noch jede Menge Seitengänge. Die wir hier noch zu erkunden haben. Halleluja. Was das Herz begehrt. Schwuppdiwupp, zigidi zack. So. Okay, da. Dann geht's dann raus. Kleine Schweinefleisch noch gegessen. Und ja, da. Genau, das ist jetzt hier der Teil der Mine. Bump. Wieso habe ich da Eisen in der Decke gelassen? Ups. Alter, wo kommst du denn her? Das war jetzt aber nicht so geplant. War doch hier drüber, hier, das war doch durch. Ja, hier geht's doch dann wieder zur Schlucht zurück. So. Genau. Zack, zack, zack. Siehst du, dabei sind wir noch nicht mal auf dem Boden der Schlucht hier angekommen. Ja. Ja, Hongs, der Let's Showplay Minecraft Dreiklang hat wieder hier zugeschlagen. Ne? Wir haben da unten drin eine Mine, hier haben wir eine Schlucht und diese Schlucht steckt in dieser Schlucht. Voila. Ja. Alles da, was das Herz begehrt. Ja. So, und hübbeli hüpf, kommen wir hier raus. Setze ich mir dann hier auch gleich mal Fackeln für den Eingang. Und ja, wie gesagt, ich habe ja das Dorf jetzt soweit fertig. Ja, einfach halben Berg da weggenommen, um das Dorf abzugrenzen. Ja, da oben sieht man, da fehlt jetzt dort die halbe Bergspitze. Was man nicht alles macht. So, schubidubidu, zack, 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 zack. Ja, also, ich finde, das geht jetzt hier mit dem Terrassieren. Na, die Wand hier, das ist natürlich schon so ein bisschen, aber bisschen außergewöhnlich, aber das Dorf ist ja auch nicht normal. Na, das ist schon normal. So, dann schmeißen wir hier gleich mal einen Schwung Eisenerz rein. Und dann sollten wir hier, oder wir machen uns an der Minenschlucht eine Station. Das ist ja noch eine, das ist eine würdige Höhle für meine Welt. Richtig, richtig, richtig. Ich denke mal, wir sollten uns eine Station an der Mine bauen, weil da werden wir ja noch so einiges rausholen und direkt in der Nähe der Ecke ist ja jetzt so nix. Ja, da kann man schon sich was Hübsches
hinsetzen. Na, klein bescheiden, nicht zu protzig, aber da findet sich schon was. Und wir werden auch mal. Zack, 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 zack. Hier sind wir soweit, dass wir das hier auffüllen können. Dann können wir auch einfach mal. Zurückfahren ein Stück. So eine Höhle verdient auch eine Station. Ja, genau. Ja, ganz richtig. So, dass wir die Smaragdblöcke wegbringen. Und dann auch vielleicht mal die Schulkerkisten aus Akademie Mimi holen. Ne? Die Höhle verdient vor allen Dingen dann auch später einen Namen, ne? Müssen wir dann aber noch mal weiter zurück nach Stohelit. Ja. Das machen wir dann aber gleich im Anschluss an eine kurze Pause. Ich setze mir schon mal das Wägelchen hier um. So. Und zack, da haben wir sie. Zwei Kisten nehmen wir hier schon mal mit. Das ist ja so das Wichtigste, was wir nachher für die Station brauchen. Ja. Also kurzes Päuschen. Bis gleich.
So, Söderle, da sind wir wieder und ich will euch gleich mal was zeigen. Was nur Square-Dancer kennen und was aber vielleicht gerade jetzt bei dem Wetter richtig praktisch ist, auch für normale Menschen. Ja, es wird ja wahrscheinlich warm bleiben. Ja, und dann schwitzt man natürlich. Und normales Taschentuch, also wer trägt heute, wer hat heute schon noch normale Stofftaschentücher dabei, ne? Das ist ja selten. Die meisten haben halt ein Tempo dabei und dann, das ist natürlich schlecht, um sich den Schweiß abzuwischen, ne? Weil das ist dann nass und dann kannst du es wegschmeißen. Besser ist da so ein, ne, Mikrofasertuch. Ja. Kennt ihr ja so als, als großen Waschlappen oder kleines Handtuch, ne, gibt es die in allen Größen, Formen und Farben. Aber das hier ist etwas Spezielles und das kennen, glaube ich, nur Square-Dancer. die haben sowas, dass man sowas immer dabei hat. Und zwar naja, in die Hosentasche rein, ne, geht natürlich nicht, dafür ist es zu groß. Aber mit hoppala, so einem Teil hier. Ich halte euch das mal größer in die Kamera. Ja, das ist ein Gürtelclip. Ne, hier, ups. Hier wird das Ding einfach flopp über den Gürtel geschoben und hängt dann am Gürtel. Und durch diesen Ring, ja, kann man halt ganz bequem dieses Tuch fädeln und dann kann man, hat man das immer am Gürtel dabei. Griffbereit, immer. Du kannst das Ding wirklich mit einer Hand rausziehen, aufhalten, dir die Stirn wischen oder sonst wo den Schweiß abwischen, ne? Legst das wieder zusammen, fädelst das mit einer Hand dann wieder hier rein, fertig ist. Ja. Und das ist eine Sache, die haben Square Dancer. In den verschiedensten Ausführungen gibt es diese Gürtelclips. Dieser Ring, der muss nicht rund ein sein, den gibt es halt auch rechteckig und alle möglichen Formen und Farben. Ne? Viele haben dann dieses Tuch auch noch bestickt, ne? Mit dem Square Dance Symbol zum Beispiel. also ich wasche das ganz normal. Ja, und das ist weich. Weichspüler allerdings, also ne, normale Wäsche. Ja, und da einfach mal gucken, im Internet gibt es genug Anbieter für Square Dance Zubehör. Ja, ne, diese Clips mit Ring gibt es also in den verschiedensten Gestaltungen, allen Größen und Varianten. Wobei Größen, die sind eigentlich immer nur so groß. Ne? Voraussetzung ist natürlich, meine kann ich immer nach dem zweiten, dritten Waschgang weghauen. Ja, also diese normalen oder dünnen Mikrofasertücher, die zum Putzen vielleicht, die wasche ich bei mir nicht, weil die werden ja sauber gemacht, wenn ich wasche oder wenn ich putze. Ja, aber das hier, das ist halt, das ist schon ein Handtuch eher, ne, Frotteeartig, Frotteestoff ist das. Und das kommt bei mir ganz normal in die Waschmaschine und ist weich. Ja. Wie gesagt, also da einfach mal im Netz nach Square Dance Zubehör suchen. Da gibt's Shops, die sowas haben. Ja. Und Voraussetzung ist natürlich, ne, du musst eine Hose mit Gürtel tragen. Und zwar in dem Fall hier in einem relativ breiten Gürtel, also so 3-4 cm breit muss der Gürtel schon sein. So ein schmaler, klassischer Gürtel für eine Herrenhose ist vielleicht ein bisschen dünn. Ja. Aber ich finde das eine tolle Sache. Und wie gesagt, gibt's, kennt man nur bei Square-Dancern. Line-Dancer kennen sowas nicht. Ja. Und Round-Dancer auch. Aber, und Couple-Dance. Also ihr seht, da gibt es ja verschiedene Sachen. Ne? Die meisten kennen Line-Dance. Und Square-Dance. Klar, aber Couple und Round Dance sind noch zwei andere Sachen.
Naja, Hosenbund, ja, kann man es auch, aber der muss dann auch relativ breit und stabil sein. Das ist so eine Sache. Und du hast halt den Clip-Teil, der drückt dann eventuell an den Körper. Also diese Stelle hier, die dürfte dann relativ schmal sein. Ja, weil das hast du dann in der Hose, und das dürfte auf Dauer unangenehm werden. Ja, dass das hier dir in die Haut drückt. Also, Gürtel ist da schon besser. Ne? Und wenn du, ich habe es ja mal gesagt, ne, wenn ihr eine Hose habt, die diese Gürtelschlaufen hat, dann gehört da auch ein Gürtel rein. Ne? Und ich muss mich auch kurz um mein Heißgetränk kümmern, bin gleich wieder da. So, na? Warte mal. Ich habe doch einen Browser offen. Aha, jawohl, hier haben wir sie. Bei Square Dancern heißen die Teile Scarves, also Schals. Ja. Und ja, die gibt es in allen möglichen Varianten. Ach nee, Schal ist dann die Krawatte, wenn du also ein Tuch um den Hals trägst. Genau, Towels, Handtuchhalter, da haben wir sie doch. Handtuchhalter, okay. Müssen wir ja schon mal wonach was suchen. Zack, 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 zack. Kleidung, Handtuchhalter. Zack. Ja. So, da kann ich euch gleich mal einen Link hier reinpacken. Zack, wo ihr euch sowas angucken könnt. Ja, ich habe keinen Deal mit dem Shop. Hashtag keine Werbung. Sondern gerade erst live rausgesucht. Die wissen also nichts von ihrem Glück, dass ich es hier poste. So, da ist der Link. Ja, zu einem, wie gesagt, gerade rausgesuchten Online-Shop, das ist keine Promo, keine Kooperation dahinter, ne? Aber da wisst ihr auch, wie ihr das Zeug heißt, ne? Hier habt ihr mal so ein, wie ein Steigbügel, sieht das Ding halt aus. Und hat halt das Querdance-Logo drauf. Momentchen mal. Ich kann euch doch auch. Zack und Fenster. Ja, da seht ihr das. Ja, so sieht das aus. Oder kann das aussehen. Ja. Das ist jetzt eine andere Variante, wo der Bügel wie so ein
Steigbügelhalter gestaltet ist, ne? Also nicht wie bei mir als Ring, ups, so, als Ring, sondern da ist es halt wie so ein Steigbügel, dass das Tuch halt eben, oder Handtuch eben, da wirklich aufliegt. Ihr seht, das ist auch innen gezahnt, dass das Tuch halt nicht so leicht rausrutscht. Und die beiden hier. Ja, okay, da zeigt das dann an. Diese beiden Vierecke, die beiden ineinander verschränkten Quadrate, das ist das Square Dance Zeichen. Ja, also Vorsicht, wenn ihr damit rumlauft, kann es sein, dass man euch für einen Square Dancer hält. Ja, aber die gibt es halt auch ohne. Okay, die haben jetzt hier nur die eine im Angebot. Ah, ohne Motiv. Siehst du, ja, die gibt es halt auch ohne das Square Dance Logo. Und Silber, Gold, Pipapo, alle möglichen Varianten. Ja. Ja, vom Square Dance lernen heißt fürs Leben lernen. Oh. So, zack, zack. Können wir doch dann hier gleich mal wieder zurück zum fröhlichen Minen ausbauen. Nein, es heißt Square Dance, weil sich vier Paare im Quadrat aufstellen. In einem Square. Und diese vier Paare nennt man auch einen Square. Für einen Square Dance können dann halt mehrere dieser Squares, ne, wenn man mehr als acht Tänzerinnen und Tänzer hat. Aber es sind eben immer Gruppen von acht, die zusammenkommen in einem Square. Hast halt immer Vielfache von acht Tänzern auf dem auf der Tanzfläche. ja. Es gibt zwar auch dann Hexagon, da kann man mit sechs Leuten tanzen. Beziehungsweise, nee, da tanzt man mit sechs Paaren. ja. Aber Square Dance heißt es, weil sich vier Paare in einem Quadrat, an den Seiten eines Quadrats aufstellen. Ja. Und eben ein Square bilden. Ja. Ja, wie gesagt, also jetzt gerade, ne, im Sommer, wenn es draußen heiß ist, wenn man schwitzt, hat man immer das Handtuch am Gürtel mit so einem Ding. Ja. Und ist natürlich auch gleich, ne, ein Stück, über das man redet. Ein sogenanntes Conversation Piece. Ja. So, dip, 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 dip. Bringen wir hier erstmal die Smaragdblöcke weg. Zack, 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 zack. Und nicht da, sondern da haben wir euch. Rein und weißt du was, wenn wir schon mal hier sind, wir hätten es zwar auch woanders machen können, aber egal. Zack, können wir dann gleich mal die Schienen reinschmeißen und das wegbringen. Und dende. Oh, wird's ja gleich duster. Nee, wir kommen nicht mehr nach. Ach so, und Rosinante ist irgendwo wieder abgehauen. Ja? Ich habe gar nicht mehr im Kopf, wo ich sie das letzte Mal habe stehen lassen. Aber das ist halt so, wenn du das Spiel beendest, dann lösen sich ja die Leinen. Ja, die Bewohner hier immer schön die Füße kühl halten bei dem heißen Wetter. Ja. Irgendwie ist die wieder ausgebüxt. Also das mit den Pferden ist verbesserungswürdig. Ja? Dass man die immer irgendwie
dann in einem Gehege einbauen muss, dass das nicht reicht, wenn die angeleint sind. So, dann nehmen wir die Schulkerkisten mit und dann haben wir wieder Akademie Mimi. Genau, die Schulkerkisten stehen in Akademie Mimi. Ach so, ja, Rosinante. Könnte sein, dass ich die da zurückgelassen habe, aber die strüllt da jetzt wahrscheinlich fröhlich durch die Gegend. Mal schauen, ob wir sie wieder finden. Ja. Ach nee, guck mal, da steht sie ja noch. Ach, ist das schön. Das ist auch mal was. So, hüppeli hüpf. Na komm schon hier. So rum. Zack, dann nehme ich schon mal die Zaumpfähle zur Hand. Und nehme schon mal die Schulkerkisten mit. Plop, plop, plop. So. Und jawohl, da haben wir ja auch noch genau ein Slot frei für die Leine. So. Krawachseln wir hier runter. Und stimmt, irgendwo schwirrt auch noch eine Metalltür rum. Nicht, dass ich die jetzt hier oben noch habe. Dann noch mal gucken. Okay, nee, die habe ich schon drüben. Dies ist doch gut. So, dann wollen wir mal schauen, ob der Weg nach drüben auch für Rosinante geeignet ist. Nee, die Schienen könnte ich durchaus verbinden. Aber wenn ich da jetzt noch weitere Abzweige habe. Ach, siehst du mal, und das Seil ist sogar noch da. Na, das ist doch schön. Plopp. So, Rosinante, auf geht's. Genug hier in der Gegend rumgestanden. So. So, Galoppel, Galoppel, Galoppel. Na. Das ist doch, das ist hier alles soweit kein Problem. Auch die Treppe dürfte hinten kein Problem sein. Wegen des Tunnels habe ich Bedenken. Ja, brav, klettert sie hier hoch. Ja, weil der ist ja nur zwei Blöcke hoch. Ja, deswegen gibt das Kopfaua. weißt du was, Mädel? Dann stelle ich dich hier mal kurz hin. Ja? Gucke mal, hast einen schönen Blick, kannst was saufen. Und dann gehen wir hier einmal noch mal mit der Spitzhacke durch. Ja, und sorgen ein bisschen für Kopffreiheit. So. Vielleicht können wir bei der Gelegenheit den Tunnel dann auch mal noch einen Block breiter machen. So, das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So. So, und dann. Zack, 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 zack. Und hier durchgeklopft alles. Aber, haha, ich habe natürlich auf der anderen Seite, wenn ich hier dann rauskomme, das ist natürlich auch nicht alles für Rosinante gebaut. Also von daher
Holla, die Waldfee, klicke die Klack, siehst du wohl. Das geht doch. Also bis hierhin kommt man mit Rosinante, aber dann kommst du halt nicht mehr durch die Tür durch. Na, da müsste man sich dann schon noch was einfallen lassen. Ich nutze die Gelegenheit, dass ich hier dann einfach mal schon die Sachen auspacke. Kies wegpacke und die Schulkerkisten hier hinstelle. So. Und so, eine können wir ja an die Wand klatschen. So, dann nehmen wir mal, siehst du mal, ein bisschen rote Netherziegel mit. Und viel Holz. So, das können wir hier gleich mal auch da reinschmeißen. Cobblestone haben wir dabei, Erde haben wir dabei. Sollte uns dann soweit ja doch ein Stück noch weiterbringen, dass wir die Tür mitnehmen. So, Hype, grüß dich. Hi, kommst gerade vom Schwimmen? Ach, Mensch, das ist ja mit das Beste, was man an einem Tag wie diesem machen kann. Ja. Schön war der Tag bisher. Ja. Ich habe Razertainment Streams nachgeholt. Und hier ein bisschen weiter gebaut, ne? Das Dorf ist inzwischen ja befestigt, also rundherum von der Mauer umgeben. Ja, so das hier, na, geht das, geht doch doch so, was krüppel ich mich denn ab? Hier denn ab? So, zack, okay, und dann können wir, wenn ich denn durch die Tür komme, siehst du mal, können wir hier noch mal jede Menge Krempel aufsammeln. Können wir dann alles in der Hütte an der Mine verbauen? Ja, habe ich hier viel liegen lassen. Okay, ja. Klar, Inhaltsverzeih oder Inventory war ja auch voll. Ja, so. Und ist schon wieder voll. Ja, okay. Da muss ich mir allerdings noch was einfallen lassen. Mit der Leine. Wir können das so machen, dass ich mir noch mal ein paar Fackeln baue. Ups. Dann habe ich hier nämlich Platz, um nachher die Leine wieder mitzunehmen. Na, den Pflock lassen wir, den können wir hier stehen lassen. Das ist nicht so das Problem. Na, habe ich die Leine? Da habe ich die Leine. So, Rosinante, jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir hier rüberkommen. Das geht ja schon mal. Und dann die Mine wieder finden. Ja. So, hopp, 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 hobbli, hobbli, hopp. Ups, okay. Zack, 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 zack. Und ja, Rosi, ist ja alles gut. Ja, da unten ist sie doch, ne? Da sehe ich sie doch schon. Und da kommen wir dann auch heile runter. So, schubid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 ub
Das Wasser oder der Kaffee, mit dem du aufgießt, der muss dann allerdings auch richtig heiß sein, damit sich das gut löst. Ja. Das so als Tipp. So, dann baue ich mir hier, zack, mein Bettchen hin. Dann nächtigen wir kurz und dann gönne ich mir noch mal ein kurzes Päuschen. Ja, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Geht gleich weiter. Ja, hier müssen wir aufpassen. Wo setzen wir uns denn wie was hin? Wäre natürlich schön, den vorhandenen Wasserfall hier auch zu nutzen, weiter zu nutzen. Deswegen zack, zack, zack. Mit Kobbel. Sowas. Erstmal so ein bisschen so eine Grundfläche skizzieren. Das kann ja hier ruhig dann auch ein bisschen größer sein. Das muss ja jetzt keine kleine Hütte sein. No. Naja, komm, Cobblestone werden wir da unten noch jede Menge rausholen. Das können wir dann hier ruhig mal ein bisschen großzügiger dann auch schon markieren. Mit Treppen, okay, das ist hier ein See, also ein Dampferanleger muss hier nicht hin. Puff, ja. Tintenfisch, wer aufs Trockene schwimmt, na, dem geht's nicht gut. Hast du jetzt festgestellt. Dummerweise kannst du es jetzt deinen Kollegen nicht erzählen, das heißt, die werden alle denselben Fehler dann auch nochmal machen. Siehst du wohl, also hier.
Ja, hier machen wir auch noch die Erde schön weg, dass das Ganze auch schön stabil dann steht. No. So. Hier nur ein Diagonal, da können wir dann auch später nochmal mehr mit Erde aufschütten. So richtig zu und überbauen will ich das Loch hier allerdings nicht. No. Deswegen jetzt hier ein bisschen kürzer. Und na, wir können schon dann bis hier ran. Was dann von hier aus einfach da mal einen rechten Winkel ran, eine richtige Ecke. Und hier genauso gründen wir das Ganze dann auch hier drauf. Und ziehen das Ganze dann hier hoch. Ja. Haben wir hier jede Menge Cobblestone verbaut. Aber wir haben von dem Zeug ja auch genug. So. Ups, das war zu viel. So. So, und halt auch ein bisschen in die Höhe gebaut, ne, damit man es auch schön von weitem aus sieht. So, das ist Granit, das ist Erde. So, zack, zack. Und dann können wir hier mit Cobblestone weiter. Zack, dann haben wir die Ebene erreicht. Ja, hier können wir noch mal so ein bisschen diagonal rausgehen. Wie weit bin ich hier? Jo, einfach mal auch noch mal so ein bisschen abgeschrägte Ecke. Und fertig ist der Grundriss. Ja. Ja, hier muss dann natürlich eigentlich ein Glasboden rein. Ja. Und hier können wir dann aber schon mal den Wasserfahrstuhl hinsetzen. So, hier dann aber gleich schon mal das Ganze ein bisschen abgegrenzt. Und genau, gleich einmal als Zierelement hier rein. Und Streifen rote Netherziegel. Oh, da habe ich ja noch einen zweiten Stack hinten zu liegen. Zusammen mit dem Holz gibt das dann hier die. So. Und dann würde ich sagen, das war. Hier wollen wir diesen Teil mit Cobblestone machen. Dass wir so hier einen schönen Cobblefußboden reinziehen. Keine Sorge, die Erde verschwindet dann auch gleich. Ja. So. Na, Rosinante, da guckst du, wa? Alles dreht sich, alles bewegt sich und das geht. Recht schnell hier. So. Klickidi klickidi klack. Und ihr könnt euch ja schon mal einen Namen für die Mine ausdenken. Ja, beziehungsweise für den Stützpunkt hier. Es ist ja, ja die Schlucht in einer Schlucht. Und dann noch eine Mine drin. Das wäre was. So, dann können wir nämlich hier schon mal anfangen. Ich denke mal, ja, da hinten sieht man ja das Dorf. Dass man. Warte mal, ich werde hier auch gleich mal auf die Ecken ein bisschen Akzente setzen.
Was heißt Akzente setzen? Na, einfach mal. So. 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 Das ziehen wir dann natürlich noch höher durch. Wenn wir dann die anderen Steine noch geholt haben, dann können wir es aber hier. Der seine Hütte auf Sand gebaut hat. Ja, Ongs. Oh, oh, das hier direkt die Tür hin, dann können wir die nämlich auch noch mal so einfassen. So. Allerdings eine Bibelgeschichte über den Typen, der sein Haus auf Sand gebaut hat, kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. So. Na. Dann haben wir nämlich hier schon mal dann erstmal auch den Platz für die klassische Arbeitszeile, die wir uns hier hinbauen. So, zack, zack, zack. Und die beiden Truhen. Soweit, so gut. Plopp, plopp, plopp. Wie sieht das hier mit dem Wasserfahrstuhl aus? Komme ich hier runter? Aber ganz gut komme ich hier runter. Naja, dass man das hier alles nochmal mit Cobblestone zunagelt. Könnte man. Haha, weißt du was? So. Hehehe. Ah? Zack. Ziehen wir das hier runter. Oh, da hat die liebe Seele Ruhe, Honks. Oh? ja, drei kleinen Schweinchen, richtig. An die Geschichte muss sie auch erstmal denken. Ja. So, siehst du mal. Können wir hier runter und weißt du was, dann ziehen wir das hier brauchen wir es nicht, das ist okay. So, dann ziehen wir das nämlich hier auch einfach mal so durch. Na, und schon steht die Hütte auf einem soliden Cobblestone-Fundament. Ja. Wobei wir hier noch. Na, auch noch machen können, sollen, dürfen, müsste. Da kommt noch mal Lichter in die Bichte. Und da auch. Ja, und dann sind wir hier schubidup unten. Läuft jetzt natürlich hier auch noch ein bisschen weiter, aber das haben wir dann hier auch im Griff. Na Mensch, man kann sich doch schon mal fast sehen lassen, ne? So, und Palof haben wir doch. So, dann auch noch gleich mal Platz fürs Bettchen. Siehst du wohl. So. Facecam hängt, okay. Kleinen Moment. Einmal gegentreten. Meep, 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 meep. Wild mit dem Kopf wackeln. Dann sollte das wieder funktionieren. Ja? Ja. Ja. Wobei, es ist das Browserfenster, was ich da aufhängt. So, dann. Können wir hier gleich mal anfangen, Holz reinzusetzen.
So, dann können wir auch schon mal die ersten Glasscheiben verbauen. Hier passt das nämlich schön. Hier wäre eher wieder eine Zwischenstrebe angesagt. Machen wir mal so. Zack, zack, zack. Okay. Da hinten ist das auch. Einfach H2er. Und hier können wir auch mal gucken. 2, 3. So. So, sind das jetzt auch hier 3? 3, 4 sind das dann hier. No, das ist aber okay. No. Das kriegt auch so langsam Gewicht. Die zwei kleinen Schlüchtchen. Ich habe mir doch ein. Nein, das wieder. So, die Axt hat nämlich Silk Touch drauf. Deswegen. Axt! Komme ich hier nicht mehr rein und raus. Hat man sich eingebaut. Aber einen Knopf kann ich mir hier ja gönnen. Ja. Ich wollte eigentlich noch die Steinknöpfe aufbrauchen, die wir drüben haben. Und irgendwo schwirrt auch noch eine vereinzelte Trittplatte rum. Ja. Packen wir hier erstmal Krempel rein. So. Und in den Ofen kann ja auch gleich Kohle. Dann können wir sie nicht gleich nochmal aufmachen zum Dorf. So, zack, zack. So, schupp. Schubidubidub. Okay. Ja, klar. Zwei kleine Schlüchtchen, ja? Wer ist das? Genau. Na? Machen wir doch so. Geht doch. Ne? Können wir doch. Dann machen wir doch auch. So, okay. Wir schnappen uns erstmal wieder Rosinante. Komm, hoppidihü, zurück zum Dorf. Auch da werden wir dann dir gleich mal am Dorfeingang einen Pfahl zum Anbinden in den Boden rammen. Oh, wenn da nicht schon einer steht, siehst du wohl. So, zack und zack. Der Gaul ist vertäut. Okay. Zwei kleine Schlückchen, ja. Ja. Erinnert mich an die Geschichte, die ich mit Singles 2 gezeichnet habe. Siehst du, hier haben wir nämlich noch eine Trittplatte. Netherwarzenblock, rote Netherziegel. Da haben wir sie. Okay. Leiter und so weiter brauchen wir nicht, aber eine Eichenholzfalltür. Und ja, siehst du mal, Glasblöcke. Habe ich die jetzt nicht hier dabei? Müssen wir dafür extra zurück nach allerdings, sagen wir, wir können den Eimer hier mal austauschen gegen einen mit Wasser. Ja. So, jubidubidub, zack, hoch hier und dann einfach mal schnell mit dem Minecart zurückgedonnert.
Ach ja, aber das ist ja eine schöne Ecke, wo wir da die Mine gefunden haben. Ich werde mal auch gleich anschmeißen. Ein Amiga-Computer, das ist ja aus den 80ern, die ersten Heimcomputer. Oh, Kultrechner der 90er, ja. Oh. Nicht direkt Nachfolger vom C64, die liefen eine ganze Zeit parallel, aber auch von Commodore halt. Ja. So, hier habe ich ein paar Glasblöcke. Ob die reichen und ob das auch nachher dann noch genug Scheiben werden. Aber so ein bisschen Sachen können wir hier schon mal mitnehmen. Den Stein. Wir werden später wieder Schienen brauchen. Deswegen ist die Frage. Das lassen wir uns mal. No. So, hier haben wir noch mal Sand, den wir einschmelzen können. Ah ja, den heißt, sehen wir dann schon noch. Ja. woher hast du bitte die 35 Mob-Spawner? Ja. Wie so vieles andere, was man regulär, ne, nicht bekommt, stammen die aus den Mitbauaktionen. Ja. Ich selber spiele ja immer im Survival. Aber als ich zu den Mitbauaktionen meine Welt zum Download angeboten habe und die Leute was gebaut haben, die konnten das natürlich im Kreativmodus machen. Und die haben mir halt schöne Sachen in die Kisten gepackt, unter anderem halt auch diese Spawner. Das sind aber keine, ja, ich kann die nicht einstellen, sondern da kommen, das sind halt einfach Schweinespawner. Ja. Es gab mal eine Mod, mit der man die Spawner umstellen konnte. Die hat aber, glaube ich, bei mir nie so richtig funktioniert. Ja. Und ja, wie gesagt, ne, wenn ich so ein Teil hinsetze, dann spawnen da Schweine. Hopp. Gehen wir hier nochmal hoch. Machen wir hier mal die Tür zu. Hinter uns, ja, so wie sich das gehört. Schauen wir hier noch mal. Man könnte natürlich auch gleich dran denken, was fürs Dach mitzunehmen. Das können wir uns, glaube ich, erstmal sparen. So, hier ist es noch mal Eisen fertig. Also gut, da können wir ja hier nochmal einen Satz da lassen. Naja, alles andere findet sich. Ja. Richtig, auch Material aus dem End habe ich, ohne jemals da gewesen zu sein. Ja. Und ja. Ja. So, wuppidu-bidu, dann machen wir uns mal wieder Tür zu, auf zur Rosinante und galoppeln nochmal. Na, Doktor? Bibliothekar, kein Geograf. Okay, alles klar. Ja, keine Affäre. Alles gut, alles im grünen Bereich. Komm, Rosi. Na, komm schon. So, in die Richtung geht's. Ach, das wird nachher mit dem Weg auch schön kurz. Ja, heute Jü. So. Und Zossen hier geblieben. Zack, siehst du wohl. Ja. Dann können wir hier gleich mal den einen Sand einschmelzen. Und dann schon mal
hier Glasblöcke reinsetzen. Ich fürchte, da werden wir mehr brauchen als die 36, die ich mit habe. Oh, es könnte sich ganz knirsch ausgehen. Okay, das ist hier dann soweit schon mal sicher. Das ist schön. Wir können auch dann hier schon mal ein bisschen für Beleuchtung sorgen. So. Und dann hauen wir uns aufs Ohr. Batsch! Na wieso? Mit Gothic, du hast doch das komplette alte Lager schon nachgebaut, Hongs. Also, ja. Also, ist ja eigentlich schon mehr als genug Gothic. So, jetzt haben wir aber nicht genug Glas, um jetzt hier weitere Scheiben zu machen. Muss mal schauen. Hier können wir sicherlich so ein bisschen Sand abgraben. Ach, siehst du, die Trittplatte können wir hier gleich einsetzen. Ja, Verlopp. Siehst du wohl. Und dann buddeln wir mal hier unter Wasser so ein bisschen Sand weg. Ich finde das schön, dass der dann nach oben schwimmt. Ja. Was halt Sand so macht. Ne? Im Meer, ne, schwimmt er ja auch immer nach oben. Es ist. Naja, ne? Minecraft und Physik. Okay. Ja. So, wie sieht denn. Siehst du, die habe ich ja schon mal rumgebuddelt. Das machen wir mal einfach zu. Gut. Auch wenn es mit Granit ist. Man nimmt einfach das, was man gerade zur Hand hat. Plopp. Ja. So. So, schön, zack, zack. Und dann, jawohl. Das sollte uns dann hier glas- und scheibenmäßig ein Stück weiterbringen. No. Dann haben wir hier die Netherziegel. Dann haben wir hier noch Holz. Zack. Damit kommen wir dann hier weiter. So. Groß in die Höhe gehen, dass ich jetzt hier noch eine zweite Etage reinsetze. Das brauche ich ja noch nicht. Mal zack, 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 so schnell geht das Holz hier weg. Ja. Aber unten in der Mine ist hier noch mehr als genug. So. Ist dann haben wir noch. Da haben wir noch. So. Machen wir das mal so. Genau. Und dann kann man da das Dach draufsetzen. Guck mal, die Linie passt eigentlich ganz gut, dass wir hier so einen Träger rüberziehen könnten. Das wäre eine Sache. Machen wir den mal massiv. Weil ich jetzt nicht unbedingt Lust habe, da Slabs zu machen. Ja. Einzelnes Schild. Ich glaube, vielleicht eine Witz oder zwei Schilder. Das alte Lager ist ja längst fertig. Okay, ja, ja. So lang dann aber nix. Und, ja, einen Giebel dann so lang einsetzen. Also, dass ich hier eine Giebelwand habe. Kann man ja schon mal andeuten.
Und da drüben eine Giebelwand. So. Wie sieht's aus im Ofen? Wie ist die Lage? Schön. So. Da siehst du mal, da kommen wir doch dann scheibenmäßig noch mal ein großes Stück weiter. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Schwuppdiwuppdi. Uppdiduppdi. So. Dann haben wir dann. So. Und jawohl, jetzt mache ich mir Slabs. Fürs Dach. So. Okay. Das müssen wir nämlich. Genau, wir werden es hier auch machen, dass wir wieder überstehen. So. Schauen wir uns dann später an, auch hier lang. Ein rüber, das wird ja der Giebel, das heißt, hier können wir dann auch so. Dann haben wir das hier. Und hier käme dann der rote Netherziegel rein. So. Jawohl, auch hier gucken wir jeweils einen drüber oder sogar zwei. Schüppdi-dupdi-du. Genau, dann geht's hier nach demselben Prinzip. Der steht dann da auch ein über. So, bum, bum, bum. Das wird doch. So, zack, zack, zack. Und auch hier. Zack, stehen wir einen drüber. Hier kommt dann auch schon wieder die nächste Reihe Netherziegel hin. Zack, das ist schon mal gesetzt. Der Einfachheit halber auch mal so machen. Und dann sind wir schon so weit, dass wir die nächste Reihe Slabs hier raufklopfen können. Plop, plop. Wenn wir dann irgendwann mal wieder hier hochkommen. So. Zicki, zack, zack, zack. Ups, da geht das schon nicht mehr. Müssen wir uns wieder hier ranbauen. Ja, nehmen wir einfach mal polierten Andesit, weil ich sehe, dass ich den Stein nachher wegklopfen muss. Beziehungsweise, zack, machen wir das mal so. Die Lücke für Dach. Müssen wir uns dann später noch lassen. So. Genau, du guckst dir auch noch einen rüber.
eigentlich. Zack und zack. Ups, eigentlich. Okay, nee, das kriegen wir schon. Ups. Wie ich jetzt hier runtergeplumpst. Na egal, wir kommen hier aber wieder rauf. Siehst du wohl? Und können da gleich mal die Klappe platzieren. Plopp, siehst du wohl? So. Jetzt mal. Muss ich meine Dächer mit Lücken bauen, dass ich hier hochkomme. Aber das gehört halt dazu. Genau, hier muss einer ran und da muss einer ran. Damit ich hier die Schräge habe. So, so. Okay. Da werden wir uns eventuell noch rote Ziegel besorgen müssen. So, erstmal wuppidupidup. Gut's Nächtle. Ja, dann waren wir gleich mal zurück ins Dorf, diesmal zu Fuß. Ja. Oh ja, das bietet sich dann auch schön an mit dem Weg hier. Ja. So, schön wieder, zap, 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 zap. Das wird doch. Okay, ja. So, schubidubidu. Siehst du, hier haben wir noch rote Netherziegel. Sehr schön. So schnell kann das gehen. Macht mal Platz hier, Leute. Ich muss raus. Ach ja, das ist, Mensch, das ist schön. Das ist hier auch so in der richtigen Entfernung. Und das passt alles. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir. Ja. Und so, Schawupse auf die Kiste. Zack, zack, zack. Und dann sind wir auch schon auf dem Dach. So. Zack. Oh, der steht schon eigentlich raus. Das ist also heute okay. So. Ne? Ja. Ah, so rum. Ups. Dann und knallen wir da Holz rein, so, dass das halt auch von unten nicht ganz so spitz läuft und da kommen dann noch Slabs rauf natürlich, ja, dass das also wirklich hier durchgezogen ist, nehmen Sie auch mal. Zack, wie abgezählt. Ja. So.
Und so. Das passt dann. 2, 3. Und hier ein bisschen schwer abzuzählen. 1, 2, 1, 2, jawohl. Und hier haben wir hier noch, haben wir hier die Mitte. Das ist gut. Das heißt, wir können das dann auch gleich hier entsprechend setzen und setzen und setzen. Siehst du mal. Das geht doch, damit ist das Dach dann auch ausgeleuchtet. So, dann können wir die Geschichte hier zum Abschluss bringen. So. Und so. Und dann noch zu sehen, dass das von innen anständig aussieht. Na, siehst du. Wer sagt's denn? No. Damit können wir doch leben. Wir werden mal hier oben auch nochmal da eine Fackel hinsetzen. No, dann ist das doch hier schon. Ja. No. Du kommst da nochmal weg. Dann, so, dann haben wir hier richtig schön innen ein rotes Band umlaufen an der Decke. Das ist doch auch immer eine feine Sache. So. Klickidi-klack. So. Mensch, da ist das ja hier fast unvermutet schick. Lohnt sich eigentlich am Fluss eine Bootsstation? Nee, der ist nicht weiter verbunden. Das ist kein Fluss, das ist ein See. Na, da hinten ist Ende. Und hier hatte ich auch schon dran gedacht, ne? Wäre natürlich auch reizvoll, weil man dann hier noch mit Treppe und Steg und so weiter machen könnte. Ist aber nix, ne? Benjamin, ach komm. Komm. Ja, blöd nur, dass mein Bot mir das nicht sagt. Es hätte so schön sein können, Benjamin. Aber du hast es vermasselt. Ne? Okay. Ja, soweit. So gut. Erstmal hier. Ne? Ich gönne mir und uns und euch dann gleich nochmal kurzes Päuschen. Wir werden hier noch ein bisschen sehen, dass wir mit Licht ein bisschen arbeiten. Müsste man mal gucken, wo eins in der Nähe ist. Weil du sagst schon ganz richtig, sinnvoll verbinden. Ja. Oh, da. So, immer so und so. So. Das ist doch schon mal was. Und hier können wir da und da eine Fackel hinsetzen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier brauchen wir ein bisschen Erde noch, um das zu machen. Da haben wir hier doch noch genug. Das ist doch wunderbar. Schubidubidu. Zap, 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 zap. Ja. Das ist dann von unten, sieht das natürlich auch wieder aus wie Erde, die in der Luft hängt. Ja. Aber das sieht ja keiner. Honks. Also, ja. So und so, dann haben wir die Ecken. Ja. Hup, hup. Zu kurz.
Jetzt kann ich das. So, zack, zack, zack. Siehst du wohl. Und hier. Okay. Ja. So. Na? Haben wir da auch erstmal nochmal so ein bisschen Struktur dran. Hier ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen. Das heißt, wir können da und da Fackeln hinsetzen. Die können wir wieder einsammeln. Hier bringen wir da und da was hin. Und hier. Und natürlich da, da. Kommen wir an die andere Ecke ran. Hoffe ich doch. Beziehungsweise bin ich mal zuversichtlich. Notfalls können wir uns da einfach mit Erde ein bisschen behelfen. So und so. Siehst du mal. No. Da, Schaufel. Schaufel. Sederle. No. Da haben wir das hier doch. Das sieht doch schon mal nach was aus. Und den Block da oben, den holen wir auch noch irgendwann weg. Ne? Erstmal gönne ich mir und uns und euch Netherbrick-Zäune. Ja, zu dem Rot. Das Rot ist ein anderes Rot als das hier. Ne? Aber erstmal hauen wir uns hier nochmal aufs Ohr und dann gönne ich mir und uns und euch nochmal ein kleines Päuschen. Ne? Okay, na, bis gleich.
So, Süderle. Da sind wir wieder. Ja, das sieht doch hier schon mal ganz schnucklig aus. Ja, mit dem Blick nach unten und dem Weg nach unten. Das passt doch. So, dann haben wir hier auch noch mehr Glas. Das können wir mit dem Tintenfischbeutel, können wir das alles gleich mal wieder hier reinpacken. So, zack, 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 zack. Okay, ja. Ja, können wir dann auch erstmal, damit wir für das Minenausräumen hier noch Platz haben. Zack, Kohle füllen wir mal auf im Ofen und dann zack, geht's noch mal runter. So, schwubbeliwupp, rubbeli geht's. Okay, wie Alter hier. Alter, ja, also hier muss was hin. Nicht, dass man hier runterplumpst. Die Schlucht selber haben wir ja auch noch. Warte mal, kann ich da drüben? Komme ich nicht ran. Wollen wir uns hier so ein bisschen strecken. Jawohl, dann können wir einen an die Wand ran nageln. Ist doch schon mal was. Alter Schwede, ey. So. Zack, 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 zack. Dann nehmen wir mal den Gang hier. No. So. Ah, siehst du, ist ja kurz. No. Ja, der gute Resertainment hat ja jetzt endlich seinen neuen Gaming-PC in Betrieb genommen. Auch für den Stream hat er jetzt ein Dual-Setup, ein PC zum Spielen, ein PC, der dann das Streamen übernimmt. Naja, das ist alles nicht so reibungslos abgelaufen. Da hat er in seinem Stream am Samstag, glaube ich, ein bisschen drüber gerantet, mit was für Problemen er da jetzt zu kämpfen hat. Ja, musste ja alles neu aufbauen und einrichten und das ist ja immer so eine Sache, das dann wieder genauso hinzukriegen oder möglichst so hinzukriegen, wie man es haben will. No. Never change a running system. Heißt es ja so schön. No. Und mein, er hat natürlich auch Qualitätsansprüche inzwischen. Also nicht nur an die Inhalte und das Niveau seiner Streams, sondern auch an seine Technik. Ne? Ich meine, er ist ja als Voice Artist auch unterwegs. Ne? Kein ausgebildeter oder zertifizierter Synchronsprecher, sondern macht das quasi. Ups. Eieiei, Leute. Ja, schön, dass ihr euch gegenseitig beschäftigt. Sehen wir gerne. Ups. Hat er gleich mal was weggesprengt. Ist hier auch okay soweit. So, alter Schwede. Das sieht hier ja wieder mal vielversprechend aus. So. Und dann. Richten wir doch gleich mal, dass ihr hier auch ein bisschen was seht, beziehungsweise ein bisschen mehr seht, als ich hier mache. So. Na. Stimme wird so langsam auch schleimig, trotz Heißgetränk und obwohl ich keine Milch im
Heißgetränk diesmal drin habe. Da überlege ich auch, in Zukunft zumindest für einen Stream statt Milch Kaffeeweißer zu nehmen. Denn Milch sorgt ja doch irgendwie, dass die Stimme verschleimt. Ne? Und ach, Rezo schreibt ein Buch, okay. Weil man könnte jetzt sagen, okay, jeder YouTuber schreibt früher oder später ein Buch. Aber, naja. Und Hannibal möchte. Ah nee, Hannibal schreibt ein Buch, okay. Und Rezo soll ein Hörspiel draus machen. Nicht Rezo, Rez. Das ist auch so eine Sache, die ihm auf die Nerven geht. Dass er von alten Leuten, die keine Ahnung haben, mit Rezo verwechselt wird. Ja. Aha. Also, wenn ich irgendwas hätte, wo ich einen Sprecher bräuchte und das nicht selber machen würde, dann würde ich auch Rez ansprechen, ne? Ganz klar. Ja, der Mann hat einfach eine tolle Stimme. Für solche Sachen. Ja. Und wird natürlich auch zusehen, dass ich ihn dafür bezahlen kann. Ja, das ist ganz klar. Und er hatte auch schon einigen Community-Projekten oder Projekten anderer Streamer, YouTuber und so weiter. Seine Stimme geliehen. Ne? Das macht er auch gerne. Da ist er auch gerne bereit. Also jedenfalls für Leute und Projekte, die er kennt und hinter denen er steht. Ne? Die Sachen, die er jetzt abgelehnt hat, davon kriegt man natürlich nichts mit. Ne? Okay, Hannibal hat ein Buch geschrieben, okay. Und das soll ein Hörspiel werden. Jo. Hat sie also eine Geschichte geschrieben und jetzt nicht ihre Biografie, so wie andere YouTuber. 25 schreiben die ihre Autobiografie. Jo. Ich denke mal an Lukas Rieger. Zum Beispiel, oder Sammy Slimani. Ja. Gerade mal 20 und schreiben eine Autobiografie, ey. Naja. Aber dann können sie halt in 20 Jahren noch eine schreiben, ne? Hier gibt es dann das Sequel. Aha. Das ist auch so ein Ding, was. Ja, die letzten Jahre, ne, zugenommen hat, dass YouTuber, Instagrammer, Influencer Bücher schreiben. Ich meine, ist ja soweit erstmal nichts dran verkehrt. Mein, jeder, der was zu sagen hat, kann das auch in Buchform tun, ne? Also, ach, Knochenkalle Gebrühe. Zack, zwischen die Augen, da hast es. So. Ja. So, den Gang lassen wir mal erstmal, sondern gehen erstmal hier lang weiter. Ein Fantasy-Buch, okay. Atlas des Äthers, okay. Ja. Ich meine, ich habe immer wieder mal auch drüber nachgedacht, zum Beispiel meine Singles-Geschichte weiter zu spinnen. Ne? Als Bildergeschichte könnte man natürlich auch schön ein Hörspiel draus machen. Ja.
Und so, das ist ja auch so eine Sache, die man heute schon eher im Auge hat als früher, dass man mit einem Thema, was man hat, oder mit einem Stoff, den man hat, dass man da gleich daran denkt, den auf verschiedenen Wegen zu realisieren. Sie liest ihre fertigen Kapitel auch immer auf ihrem Twitch-Kanal vor. Oh, das ist ja auch interessant. Denn Hannibal selber hat ja auch eine, finde ich, angenehme Stimme. Ja, ich habe mir ihr Minecraft-Let's Play auf YouTube auch mal eine Zeit lang angeschaut oder angehört, auch viel mehr. Gerade wegen ihrer Stimme. Ja. Das ist bestimmt angenehm. Nur bin ich ehrlich gesagt in Sachen Fantasy wahrscheinlich recht kritisch. Weil ich halt selber auch schon viel und lange Fantasy lese und halt auch einige wirklich gute Sachen da habe und kenne, die halt jetzt, ich sag mal, jüngere Menschen nicht mehr so unbedingt auf dem Schirm haben. Ne? Es ist ja so, dass jetzt die junge Generation ja gar nicht mehr unbedingt so den Zugang zu den alten Sachen hat und da einfach auch, ja, meiner Meinung nach was versäumt, aber natürlich ist, die haben dann ihre eigenen neuen Stoffe. Ja, so, wir wollen hier mal ein bisschen für Ruhe sorgen, die Lage hier mal ein bisschen entschärfen. Ja. Ach, Zombie. Komm. Lass dich mal sehen. Ah! Okay, der hat dann aber wenigstens gleich den Zombie mit zerlegt. So, jetzt müssen wir wieder hochkommen. Dann können wir uns um das Skelett kümmern. So. Zack, zack, zack. Dann hier eingesammelt und ausleuchten wäre doch auch natürlich erstmal was, ne? Dann sieht man nämlich, was die Burschen hier sonst noch so haben liegen lassen. Alles. Zack, 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 zack. So, meine Fresse, hier geht's auch noch weiter. Alter Schwede. Ja. So, kriegen wir den zweiten genauso schön? Ja. Ah, Zombie. So, und ich lasse euch hier wieder im Dunkeln stehen. Upsala, meine Fresse. Komm hier, machen wir ein bisschen Licht. Ja, die Spitzhacke hat hier eben gleich zugeschlagen und richtig auf Zweiertiefe ausgeschachtet das Ganze. Gib Ruhe, Bursche. So. Füllen wir das hier mal wieder auf. So. Alter. Die Spitzhacke ist eindeutig ein bisschen heftig. Oh. So, dann sehen wir uns zu, lassen wir hier mal gleich ein bisschen alles auffüllen. So, zack und zack und zack und zack und dann leuchten wir mal aus. Ah, so und so, okay. So, dann können wir hier den Rest auch mit der Axt rausnehmen. Ja. Ich meine, heutzutage ist es auch einfacher, ein Buch zu veröffentlichen, richtig? Ja. Ich meine, du konntest früher auch
Buch im Selbstverlag veröffentlichen. Ja. Nur heute gibt es halt schon direkt maßgeschneiderte Angebote. Ja. Das ist natürlich auch eine Sache, ne? Dass es früher schwerer war, ein Buch zu veröffentlichen. Das ja, ne? Weil es halt nur über die Verlage ging. Und das ist heute schon einfacher, weil es halt andere Wege gibt. Ja. Früher hattest du halt. Oh, das sieht doch nach Gegend aus, die wir schon. Ach, gucke mal. Na, das ist doch. Das ist doch schön. Ja, früher konntest du halt nur dein Manuskript bei einem Verlag einreichen. Na? Und der hat dann entschieden, ja, machen wir oder machen wir nicht. Na, wir können hier ja gleich mal zack einen Bogen draus machen. Den Kies. Kies können wir jetzt mal wegschmeißen. Dafür können wir hier noch Holz aufnehmen. So, zack, 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 zack. Hier haben wir noch Holz rumzufliegen. So. Zack, dann haben wir das. Und dann sind wir auch ja gleich wieder so weit, dass wir nach oben müssen, ausräumen. Na, zack, zack, zack. So. So, und da lang sollte uns unser Weg führen. Raus aus der Mine. Nee, also meiner Meinung nach ist Verlage die Mehrzahl von Verlag. Na, ja, das machen viele. Natürlich wird zum Beispiel auf Amazon auch getrickst, ne, um halt im Ranking hochzukommen, ne? Das kennt man ja überall, auch bei YouTube, ne? Dass man versucht, in den Ranglisten, in den Suchmaschinen hochgerankt zu werden, ne? Damit man sich dann halt auch den Titel Bestseller oder Bestselling Book in der Kategorie Pipapo anheften kann. Na. Das passiert auch da, aber naja. Nee, Verleger mit E statt Ä, das ist der Beruf. Na. So, draußen brennen die Skelette und die Zombies. Komm, wir machen mal hier. Schon mal was von den Brandschutzvorschriften gehört, Leute? Also, ist doch unverantwortlich hier. Sowas. Ja? Eieieiei. So. Ja, da hinten haben wir noch einen Creeper. Hey. Ich kann mit Pfeil und Bogen umgehen. So, und so. Da habe ich doch noch was brennen gesehen, oder? Ah, nee, gut. Kuh. Sehr schön, ne? Mensch. War noch wieder schöne Folge, ne? Dorf ist ausgebaut soweit. Und dann haben wir hier noch eine schöne Schluchtenmine entdeckt. Passende Station dazu gebaut. Wird doch alles. Ja. Und warte mal, wir schauen mal auf. auf Unmind, wie das aussieht. So, zack, 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 zack. Erstmal wieder hinscrollen und dann warten, dass er alles aufgebaut hat. Okay. Ah ja, da sieht man schon. Und ich zeige es euch dann gleich mal an. So, da sehen wir es. Ne?
Hier haben wir Akademie Mimi. Na, hier haben wir das Dorf, was wir zuletzt ausgebaut haben. Und da haben wir die Casabina Bianca. Und hier haben wir unsere Mine am See. Na, und ja, das geht ja ganz gut, dass man hier nach Norden durchkommt. Denn hier haben wir ja auch nochmal eine Station und da eine Station und den Weg, der das verbindet. Also das bietet sich an, hier einfach auch nochmal den Weg dann so weit nach Norden zu verlängern. Ne? Und vielleicht findet man hier auch nochmal ein schönes Plätzchen an den Seen oder am Lavasee oder sowas. Ne? Das wird doch was, dass wir dieses Gebiet hier eben halt auch so ein bisschen dichter bebauen. Denn ich bleib mal im selben Maßstab. Ne? Wenn wir hier mal so in die alten Teile der Welt zurückgehen. Oh, da wird er jetzt, denke ich mal, eine Weile brauchen, bis er das alles hat. Okay. Ja. Da seht ihr, der ist in demselben Bereich, ist hier einfach wesentlich mehr los. Oh, schauen wir mal hier. No, dann haben wir hier. Die Ecke, das ist die. Genau, das ist die Höhle am. Nee, das ist die Residenz Ransaya. No, hier haben wir das Bootshaus, das Brückenhaus. Hier haben wir die Fabrik an der Lavahöhle. Hier haben wir das Kloster von Eudong. Hier haben wir das Berberdorf. Dann Sancho Panza. No, und so weiter. Also hier ist einfach im selben Bereich wesentlich mehr los. No. Hier haben wir die Spinnenhöhle und so weiter. Und auch hier, ne? Nivunovo alleine so ein Riesending, Klein Kummerfeld, Stolat. Wo einfach viel ist und du gehst einfach weiter und es ist überall was. Und das möchte ich natürlich hier oben auch haben. Ja? Ich meine, gut, wir haben jetzt hier 1, 2, 3 NPC-Dörfer. Und gut, hier so die kleinen Stationen zwischendurch. Das möchte ich aber dann eben auch hier so haben und so eine Sachen. Ne? Das halt einfach eine gewisse eine Nord-Süd-Verbindung zwischen die Berge. Ja, ne? Also hier vom letzten NPC-Dorf aus über die Mine hier, da wird es eine Nord-Süd-Verbindung geben. Allerdings nur als Weg, nicht als Minecart-Strecke. Ne? Denn ja, ne, hier haben wir auch wieder so ein riesiges Gebiet. Da müssen wir auch mal gucken, ob man da nochmal eine schöne Ecke findet, wo sich was anbietet und so weiter. Und wir haben ja eben hier noch, ne, von unserem Wrack nach Südwesten, Südosten runter, haben wir ja noch viel Landschaft. Hier noch ein NPC-Dorf. Und so eine Späße. Und hier haben wir dann schließlich den bekannten Teil wieder mit What the Fuck und Mushstone und Grünspitz. Ne? Und Dunwich. Wo wir hier auch noch so ein paar Ecken haben, die wegemäßig noch gar nicht angeschlossen sind. Ne? Skelett und Charybdis und so weiter. Das soll ja auch noch alles ran. Aber erstmal möchte ich hier diese schöne Gelegenheit nutzen, dass wir da noch eine Nord-Süd-Verbindung haben. Eigentlich müsste eine Burg in die Ebene bei den NPC-Dörfern drumherum. Aha. Ja, könnte man nur Burgen, ist natürlich so. Ne? Einerseits, ja gut, ich hab eine Menge Burgen, beziehungsweise ist ja fast alles irgendwie auch befestigt. Ne? Mit Mauern. Also insofern sind eigentlich fast alle meine Stationen nach Definition Mittelalter, nach mittelalterlicher Definition Burgen. Ne? Denn eine Burg war halt nicht nur eine Befestigungsanlage, also wie ein Fort zum Beispiel, ne? Sondern halt auch der Wohnsitz eines Adligen, der halt das umliegende Gebiet kontrolliert hat. Ja.
diese Doppelfunktion. Einmal militärische befestigte Anlage, andererseits aber auch eben Wohnsitz. Gleichzeitig das in einem. Das ist das, was eine mittelalterliche Burg eben ausmacht. No? Und sie zum Beispiel von einer Festung unterscheidet, die halt rein militärisch ist. No? Okay, gut. Das soll es aber dann soweit schwupp für heute gewesen sein. Ne? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn es euch gefallen hat. Und freue mich schon darauf, euch am Freitag wiederzusehen. Ne? Wieder 20 Uhr. Dann schauen wir mal, wie das sich hier zwischen entwickelt, wie das da weitergeht. Auch hier könnte man dann da nochmal zu dem noch was anlegen und wir gucken und können wir auch hier in dem Gebiet uns noch ein bisschen umgucken, das was und ob man da noch ein schönes Plätzchen findet. Ne? Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.